Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André. Einen Whisky, den ich euch heute vorstellen darf, ist ein Vierteljahrhundert alt, ein Tullibardin, oder Tullibardin, sagt der Schotter, der spricht es also nicht so deutlich aus wie wir von der Betonung her, Tullibardin oder Tullibardin, 25 Jahre, ja. Ich werde den jetzt erstmal öffnen, bevor ich da noch ein bisschen was dazu erzähle, weil, wie gesagt, heute öffnen wir den gemeinsam. Ich habe den also noch nicht aufgemacht, noch nicht probiert. Ich weiß auch nicht, was mich erwartet. Ihr könnt da also mit Teil sein und meine ersten Eindrücke wirklich auch bekommen, ohne dass ich vorher schon mal weiß, ob er schmeckt oder nicht schmeckt. Und natürlich habe ich natürlich schon mal was gelesen von dem Whisky, ganz klar. Und er wird nicht schlecht sein, ne? Und wenn ihr dann noch hört, wie ich zu diesem Whisky gekommen bin, dann umso mehr natürlich noch. Ja, in diesem großen Glas, da muss ich schon mal ein bisschen mehr einschenken, damit das Aroma sich dann auch ein bisschen verteilen kann. Ich will mal noch ein bisschen was einschenken in das Tullibardin Glas. Also ihr seht ja, ich habe heute endlich mal wieder mein T-Shirt gefunden oder mein Poloshirt gefunden von Tullibardin, aber ich habe das Glas auch. In diesen Gläsern haben wir vor Ort auch das Tasting gemacht und wir hatten dort ein wunderbares Tasting. Wo habe ich denn jetzt den Korken hin? Ach da. Ein wunderbares Tasting. Whisky und Schokolade. Und deswegen habe ich mir dann heute auch eine 55% kakaohaltige dunkle Vollmilch, weil ich, na, das ist schon, das hört sich schon super an hier, von Haché, heißt der Hersteller, so wird er ausgesprochen. Ich glaube, aus Hamburg oder so, ne? Ach, guck an. 15.12.19. Ich weiß nicht, ist das Herstellungsdatum oder ist das Ablaufdatum? Hoffentlich ist es noch gut. Also, vielleicht ist das letzte Video, was ihr von mir seht, wenn ich die esse. Vielleicht sterbe ich dann, weil ist ja schon schlecht dann auch vielleicht. Um Gottes Willen, wollen wir nicht hoffen. Ja. Aber stellen wir erstmal den Tullibardin wieder hin. Schön, der Korken. Auch wunderschön mit, seht ihr das hier? Aus Holz und dann noch mit Relief. Ist es eigentlich bei den anderen auch so gewesen? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Habe ich noch einen von Tullibardin hier rumliegen? Ich sammle ja immer die Korken. Ah ja, doch, ist wahrscheinlich generell so da. Hier habe ich noch einen anderen. Ja, ist wahrscheinlich generell bei dem so. Siehst du, ist mir sonst noch gar nicht aufgefallen. Ja, ja, aber 25 Jahre Tullibardin. Tullibardin, wie der Schotter sagt. Aber ihr wisst ja von der Aussprache her, wir wissen, wovon wir reden. Und wenn wir es ein bisschen deutscher aussprechen, dann ist es auch nicht schlimm. Ne? Wie bin ich denn zu dem Whisky gekommen? Da muss ich mich mal ganz, ganz herzlich bedanken. Das war eine Überraschung sondergleichen. Ich habe vor 2 Wochen ein Paket bekommen, also so kurz nach Ostern. Und mich gewundert, ich habe gar nichts bestellt. Manchmal weiß ich ja von Flaschen, die ich kaufe, oder teilweise angebrochene Flaschen oder sowas teilweise. Aber ich habe nichts bestellt. Und dann stand auch ein Name drauf. Nachname weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Uwe, Vorname. Und da konnte ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe von dem natürlich, vom Uwe, schon mal ein Paket bekommen. Damals habe ich ein Glas bekommen zum Belle Blaire, weil ich da kein Glas hatte. War auch schon damals sehr, sehr überraschend. Und Uwe, der ist übrigens auch hier oftmals aktiv, alias Little Dram. Und der hat mir diese Flasche zukommen lassen, nachdem ich im Video vom 15-Jährigen, glaube ich, davon geredet habe. Denn diesen 25-Jährigen, den wird es bald nicht mehr geben. Also ich vermute es einfach, dass es den nicht mehr gibt. Denn die Eigentümer, also werden natürlich gut beraten, wenn sie nicht diese alten Fässer in den 25-Jährigen abfüllen, sondern vielleicht dann den 30-Jährigen rausbringen oder was auch immer. Denn die Distillerie habe ich beim letzten Video mal erzählt, beim 15-Jährigen, ich blende es mal ein, das Video, 15 Jahre, da habe ich bestimmt was erzählt oder in den anderen Videos,
über die Geschichte, aber ich glaube, beim 15-Jährigen hatte ich da einiges erwähnt. Und ja, die war 95 bis 2003 ja geschlossen. Hatte vorher quasi zu White & McKay gehört und danach gab es eine Investorengruppe, die haben sich dann einfach nur Tolle Badin Distillery Group oder so genannt. Und die wiederum haben die dann irgendwann natürlich an die Franzosen da verkauft. Ah. Da, was habe ich denn da? Schöne kräuterige Nose schon. Naja, also, der soll ja noch ein bisschen atmen. Deswegen, was ich jetzt euch erzähle, das ist natürlich schwierig, weil über die Destille muss ich gar nicht mehr so viel erzählen. Ich will ja noch ein bisschen ausholen. Denn, wie gesagt, das ist schön, wenn man solche Überraschungen erlebt. Also das muss ich sagen, ich war total gerührt, als ich diese Überraschung bekommen habe. Das ist natürlich jetzt kein Ansporn, dass ihr mir jetzt alle Flaschen schicken müsst, ne? Ich bin aber trotzdem so sehr gerührt gewesen in dem Moment. Und zumal mir Uwe, also ich bin ja immer froh, also was ist alles für super Menschen, was ich durch Whisky alles schon für super Menschen kennengelernt habe. Ne? Schönen Brief noch vorbereitet, schön ausgedruckt, sogar noch einen, sogar rechts oben noch das Logo von Tully Badin mit rein gemacht. Also, und ja, er wollte mich überraschen. Also, wie gesagt, Uwe, also die Überraschung ist ja wirklich, wirklich sehr gelungen. Und ja, natürlich kriegst du wieder was zurück. Ich darf natürlich auch hier dem einen oder anderen was abgeben. Also ich weiß, für Moses zum Beispiel, der gerne ab, hast du geschrieben, der eigentlich erst ab 25 Jahren so richtig, na gut, sagen wir mal ab 18 Jahren so richtig mit genießen kann. Alle anderen sind ihnen eigentlich zu jung. Der darf auch was davon bekommen. Und natürlich werde ich noch ein bisschen probieren und dann bekommst du natürlich auch wieder die Flasche zurück, vielleicht halb voll nur noch. Aber du hast es so gewollt und da bedanke ich mich nochmal wirklich ganz herzlich dafür. Ich stellvertretend natürlich andere, die ich vielleicht nicht so oft erwähne, aber ich bin immer froh über verschiedene Hinweise, die ich von euch bekomme, für was man zum Beispiel mal als Video machen kann. Einfach nur Hinweise dazu, wie gesagt, oder einfach als Aufmunterung auch gedacht, denn ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist gerade jetzt diese Zeit ein bisschen schwer, weil ich einer bin, der gerne unter Menschen ist. Und für mich, mir hilft natürlich auch das Video. Ich habe so das Gefühl, dass ich da also nicht alleine bin. Mir helfen Kommentare, wenn ich da was höre, wenn ich da Anregungen habe, was ich verbessern kann, wie es euch so geht, wie eure Geschichte ist. Also ich höre mir gerne auch eure Geschichten an. Also von der Seite her, da freue ich mich wirklich immer sehr und bin froh, dass man so Kontakt, ich will jetzt mal überspitzen, Kontakt zur Außenwelt hat. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt eingesperrt sind, aber ja, es ist schon für mich einschneidendes Erlebnis, weil ich sonst 7, 8 Tastings im Monat habe und rumkomme und viele Leute kennenlerne und das ist jetzt alles irgendwie weg. Ja. Das muss ich sagen, ich vermisse das wirklich sehr. Aber was wollen wir denn zu unserer Tour de Bali noch mal sagen? Ich habe die besucht an einem Sonntag. Das ist vielleicht für euch, falls, wenn es dann wieder mal die Reisen möglich sind. Ist vielleicht noch ein schöner Hinweis, dass Tullibardin am Sonntag aufmacht. Das ist wirklich eine wunderbare Geschichte, denn ihr müsst euch überlegen, das sind ja Produktionsstätten. Das ist natürlich mittlerweile ein touristischer Faktor, die Destillerien, aber es ist nicht selbstverständlich, dass die Samstag, Sonntag geöffnet haben. Aber das könnt ihr euch am Sonntag vornehmen. Wir sind damals am Sonntag früh um 10 gleich dran gekommen. Also gut, um 10 machen die eigentlich auf. Haben 5 nach 10 aufgemacht. Wir waren natürlich pünktlich, ganz klar, wie man so ist. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und es war aber alles sehr, sehr gelassen. Das war ein wunderbares Tasting. Wir waren eigentlich nur zu dritt und haben eine wunderbare Führung bekommen und da haben wir eben auch das wunderbare Fasslager gesehen oder also die verschiedenen Produktionsschritte und haben vermutlich, ich habe nämlich einen Mitreisenden gefragt und der hat gesagt, aufgrund der Fotos hatten wir den 25-Jährigen schon mal. Der war zwar gut, aber wie gesagt, in dem Moment, da hat mir sowieso fast alles geschmeckt. Ja? Und tja, und da haben wir ja auch die verschiedenen Fässer gesehen,
das Riesenfasslager, auf was Tulipalin da zurückgreifen kann. Und das ist schon wirklich famos. Und wie der Whisky dort gelagert ist, das sind auch viele Clubs oder verschiedene Familien oder Einzelpersonen, die da also Fässer eingelagert haben. Und was es kostet, weiß ich jetzt nicht, aber es ist schon ganz interessant, wenn man da sieht, dass da aus Bonn oder wo auch immer irgendwelche Fässer, da steht ja der Eigentümer dran und dass die Fässer dort liegen. Was mir aber dann doch jetzt mal einfach mal so in den Sinn gekommen ist, in der Zwischenzeit der 25 Jahre, also ein Vierteljahrhundert, ist schon eine ganz lange Zeit. Und ich habe so überlegt, was war denn damals überhaupt das Jahr? Also der ist hier jetzt abgefüllt 2019, ne? Das ist also einer der letzten. Das war da also hier im. Ach Gott. 7.3.2019 ist er abgefüllt. Ja, weil ich die Lupe wieder habe. Wie gesagt, bedanke mich immer bei euch. Die Lupen, ob jetzt von Mose oder von Sascha, die tun mir sehr gute Dienste. Hier die andere liegt hier oben drauf. Ne? Die habe ich immer irgendwie griffbereit. Dummerweise neulich haben sie mir mal keinen guten Gefallen getan. Da habe ich ein Glas vom Olaf kaputt gemacht. Ja, Olaf hat mir die Gläser gemacht. Wo sind denn die Gläser? Also diese Riffelgläser. Da gibt es noch eins. Das war unser, ich suche es gerade, unser Transportglas. Und da habe ich nur gesagt, das ist unzerbrechbar. Zack, und dran gehauen mit der Lupe. Zack, war es kaputt. Ja. Ich werde auch manchmal gefragt, warum ich die Gläser vom Olaf nicht immer für die Tastings nehme. Ihr seht hier drin fast nichts. Also die Riffelgläser machen zwar was her, ne? Aber jetzt, um vielleicht mal die Farbe vom Whisky zu zeigen oder um das mal sich anzuschauen, da muss ich sagen, da nehme ich lieber die klaren Gläser. Aber das ist ja auch eins vom Olaf. Also Olaf Tappert. Und da gehört noch dieser Deckel drauf, der also so ein bisschen aussieht wie eine Brennblase, macht also sehr schön, aber wir wollen den ja ein bisschen atmen lassen, weil 25 Jahre, der kann ruhig ein bisschen Luft jetzt bekommen. Ah, schöne, leichte, aber grüne Note, was mich jetzt ein bisschen wundert, muss ich, von der Nase her, ja, ein bisschen, okay, gut, entwickelt sich wahrscheinlich noch. Ja? Ja, was wollte ich jetzt sagen? 25 Jahre, eine ganz lange Zeit. Und da habe ich so überlegt, was war denn vor 25 Jahren? Da ist mir eingefallen, in ein paar Wochen habe ich auch ein Jubiläum, 25 Jahre. Ja. Na, man sieht es heute, glaube ich, nicht. Ich habe das da am Deckel. Ich habe mir ja manchmal so ein Eselsbrücken drauf. Ja, 95. Ich habe dieses Jahr 25 Jahre, also Silberhochzeit, ne? Also 25 Jahre verheiratet, ne? Und ja, jetzt kann man immer sagen, meine Frau hat so lange mit mir ausgehalten. Ich meine, umgekehrt ist dann ähnlich, gell? Also es ist ja immer. Da musste ich nämlich heute drüber nachdenken, weil ich beim letzten Mal schon dieses Polo-Shirt gesucht habe und habe das nicht gefunden. Und da ist mir so in den Sinn gekommen, was, man kennt sich 25 Jahre und trotzdem entdeckt man sich manchmal wieder neu. Also ich hätte dann meine Frau gefragt, beim letzten Mal, ich habe da so ein weinrotes Polo gehabt von Tullibardin. Wo könnte das sein? Du hast im Leben noch kein weinrotes Poloshirt gehabt, ne? Ja. Also, so gut kennt man sich dann doch nicht. Oder wie gesagt, man entwickelt sich immer weiter und das ist, oder man entdeckt sich immer wieder neu und muss sich auch immer wieder neu, sagen wir mal, zusammenraufen. Das ist ja auch so ein Punkt. Und so ähnlich ist beim Whisky auch. Man entdeckt immer wieder neue Seiten beim Whisky, je länger man ihn genießen kann. Und ja, ihr müsst euch mal in euch gehen. Was war denn zum Beispiel vor 25 Jahren, 1995 oder 1994, ne, wann also diese Fässer hier abgefüllt worden sind? Und in der Zwischenzeit ist ja so viel passiert, das ist schon manchmal immer so, ich sage es mal, auch ergreifend, wenn man sich da überlegt, also das ist ja schon die Hälfte meines Lebens. Naja, nicht die Hälfte meines Lebens. Doch, die Hälfte meines Lebens, ja. Doch, stimmt, bis jetzt. Aber das ist schon echt Wahnsinn. Also wie alt dieser Whisky ist. Da habe ich noch überhaupt nicht an Whisky gedacht damals. Da kam zwischendrin noch, wie gesagt, die Kinder. Nee, das erste hat man ja schon. Aber da kam dann die zweite Tochter dazu und verschiedene Arbeit,
unterschiedliche Firmen, wo ich gearbeitet habe und verschiedene Entwicklungen und sehr ähnlich. Könnt ihr es mal nachvollziehen? 25 Jahre ist schon eine verdammt lange Zeit. Und die hat dieser Whisky hier gereift. Und deswegen ist es so, dass ich gerade so eine Ehrfurcht habe vor immer älteren Whiskys. Es gibt natürlich auch welche, die nicht schmecken. Kann schon sein. Trotzdem ist es eine lange Zeit und es kann natürlich auch mal passieren, dass ein Fass nicht so gut reift wie die anderen. Aber ich meine, so richtig schlechte 25-Jährige hatte ich jetzt noch gar nicht, ne? Gut, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel davon probiert, aber also ein paar 25-Jährige habe ich ja schon, ne? Auch jüngere Whiskys schmecken mir natürlich, ganz klar. Wisst ihr ja. Ah, was kommt denn da? So was ganz Frisches. Also es ist ganz interessant, wie der sich entwickelt. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schlecht aus diesen Tulipadien-Gläsern, diese Tumbler-ähnlichen. Also da kommt viel Aroma trotzdem raus. Das andere hat ja ein bisschen schmalere Öffnung. Da merkt man sogar ganz leicht, also ganz leicht hat man jetzt mal den Alkohol gemerkt, obwohl der ja 43% hat nur. Ach, jetzt wieder weg. Nee, Alkohol ist also doch nicht so von der Stärke her. Naja, wir lassen ihn noch ein bisschen atmen. Und ja, da, wie gesagt, das waren so meine Gedanken zum 25-jährigen Whisky. Ist schon Wahnsinn, was in der Zwischenzeit so alles passiert ist. Ne? Ja. In den Jahren reifte der in verschiedenen Sherry Hogsheads, also First Fill und Second Fill Hogsheads. Und Hogsheads, was das sind, vielleicht schaffe ich es da hier, das Bild mal einzublenden, wo die verschiedenen Fassgrößen sind. Ich weiß nicht, ob wir es dann, ob wir es wirklich sehen können von der Größe her. Ein Hogshead ist quasi das beliebteste Fass der Whisky-Industrie. Das hat 250 Liter Inhalt. Wird immer selbst zusammengesetzt. Also es könnten ja Sherry Hogsheads sein, wie bei dem hier jetzt. First Fill und Second Fill. Und es können aber auch natürlich Bourbon Hogsheads sein. Bei Sherryfässern ist es so, dass die Sherryfässer, die ja typischerweise 500 Liter Inhalt haben, verkleinert werden auf 250. Das heißt, da werden also verschiedene Fassdauben entnommen und die werden kleiner gemacht. Oder auch zurechtgesägt, weil die sind ja vielleicht größer. Also das kann alles machbar sein. Und bei Bourbon Hogsheads ist es so, dass aus den verschiedenen Fassdauben, da werden also noch ein paar mehr zusammengesetzt. Und das ursprüngliche American Standard Barrel wird dann quasi ein bisschen vergrößert, damit man also ein bisschen mehr lagern kann. Das war der Grund, warum man diese Hogshead da so eingeführt hat. Und heute daher, natürlich gibt es viele Destillerien, die viel mehr Experimente machen und natürlich auch die unterschiedlichen Fassgrößen weiterhin so benutzen. Und das macht natürlich auch Sinn, weil die unterschiedlich lange reifen können. Ne? Denn es ist ganz klar, ein großes Sherry-Fass mit 500 Litern Inhalt, das muss natürlich länger reifen, um überhaupt die Aromen richtig aus dem Holz zu saugen. Und da ist natürlich die Fläche vom Whisky zum Holz relativ klein, obwohl der Inhalt groß ist. Ne? Deswegen ist die Reifung da drin etwas langsamer. Und diese wunderbaren Mischungen, darauf kommt es eben beim Whisky-Handwerk an. Deswegen ist es ja so faszinierend, dass du natürlich den einzelnen Spirit hat, also so New Make. Ich habe ja New Make mal hier, zum Beispiel von, wo habe ich den anderen? Also hier habe ich mal von Glenelg noch was. Ich habe ein paar andere Sachen. Also hier New Make, seht ihr ja, ich wollte es euch nur zeigen. Das ist ganz weißer Spirit. Der wird ja so in die Fässer reingelassen. Wo habe ich denn hier mein Highland Park? Hatte ich gestern noch. Naja. Und dann nimmt er die Farbe an, ne? Und reift und führt zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen von jeder Destillerie, von jedem Fass, also das macht es ja dann aus.
Und da kommt kein Aroma rein wie beim Gin, wo du also flavern kannst, sondern es kommt wirklich nur durch die Fassreifung. Das ist das Faszinierende, was eben nach 25 Jahren rauskommt. Also da muss ich echt schon sagen, also absolut fantastisch. Magic. Also die Schotten sagen selber, es ist ja auch nicht hundertprozentig immer alles wissenschaftlich zu erklären. Die müssen halt ab und zu mal auch probieren, damit die Fässer vielleicht nicht kippen. Na, also damit der Geschmack nicht kippt, weil er zu sehr vielleicht Eiche hat, aber die Eiche, muss ich ehrlich sagen, habe ich hier nicht. Ich meine noch gar kein Holz. Ihr merkt, bei mir ist manchmal abwechselnd so ein bisschen, ihr denkt vielleicht, dass ich Schnupfen habe, aber das hängt alles mit dem Frühjahr zusammen. Ich habe, wie gesagt, ab und zu mal ein bisschen mit Allergien da zu kämpfen. Das ist gerade wieder so die Zeit, deswegen, für mich ist das schottische Wetter eigentlich ideal, wenn es immer mal regnet, da wird die Luft wieder gereinigt. Für mich ist es also für Luft und für die Atemwege wunderbar. Deswegen wäre es schön, wenn es bei uns endlich mal wieder regnen würde. Natürlich auch für die Natur wäre es schön. Und jetzt wollen wir ja doch mal zum Whisky rübergehen. Da hat jetzt also ein bisschen Zeit gehabt. Wie weit sind wir denn von der Zeit? Also 17, 18 Minuten, 20 Minuten. Hat er jetzt atmen können und muss ja. Jetzt kommen wir mal und probieren auch diesen wunderbaren Tropfen. In der Nase wird er immer angenehmer. Der hat trotzdem noch irgendwas Frisches, was Grünes, was Kräutermäßiges mit drin, aber sehr dezent. Und was ich noch habe, ist hier. Ach, ich wollte erst sagen Lemongrass, also Zitronengras. Aber ich habe hier eine richtig süße Obstkomponente, wie diese Bananen. Ach, also das ist typisch Banane. Jetzt bin ich bei der Banane. Birne. Gekochte Birnen. Eingekochte Birnen. Ganz leicht eben, vielleicht Minze, ganz leicht. Aber sehr, sehr angenehm. Ja, das Schöne ist, ich habe jetzt vorhin gedacht, wenn meine Nase so ein bisschen, ein kleines bisschen verstopft, aber ist mittlerweile wieder frei. Ich kann wieder über beide schön riechen. Wie gesagt, ihr müsst es auch probieren, ne? Unterschiedliche Aromen von einer vom linken oder rechten Nasenflügel, also da nimmt man wirklich unterschiedliche Aromen wahr. Müsst ihr unbedingt machen. Was ich jetzt gesagt habe mit den Bananenchips, dass diese Süße, die bleibt jetzt auf einmal. Und wenn ich irgendeine Assoziation einmal habe mit dem Whisky, dann ist es gar nicht so leicht, wieder davon wegzukommen und auf andere Gerüche zu kommen. Mal sehen, ob man jetzt in dem Glas hier noch was. Ja, da riecht ein bisschen anders. Ja, das ist nicht ganz so aromatisch, was aus dem Glas rauskommt, aber ist ein Aroma zu spüren. Natürlich ähnlich, ganz klar. Obwohl die Süße hier ein bisschen mehr jetzt rauskam. Dieses frische, kräutermäßige oder grüne Blattwerk ist hier nicht ganz so stark, sondern hier habe ich eher noch eine gewisse Honigsüße. Ach, jetzt habe ich es. Der Geruch ist so, wenn ihr mal beim Chinesen hier die Honigbananen esst, also diese gebackenen, diese warmen Bananen und da Honig drüber ist, so erinnert mich dieser Geruch hier dran. Ja. Ja, als unsere Kinder etwas kleiner waren, haben wir auch gerne immer beim Grillen, also die Bananen komplett auf dem Grill mit, damit die schön warm waren. Dann haben sie es aufgemacht und haben sie Nutella drauf. Gut, so riecht es natürlich ja nicht, ne? Also nicht diese Nutella-Note haben wir ja nicht. Das wäre dann also quasi diese Schoko-Creme-Note, die haben wir hier nicht. Aber diese Honigbanane, diese gebackenen Honigbananen,
vom Chinesen oder vielleicht Thai, das weiß ich nicht. Bei uns gibt es nicht so viel Thai oder ich gehe nicht zum. Ich habe nicht die Möglichkeit, ich gehe nicht so viel chinesisch essen, aber ab und zu mal. Ich meine, jetzt sowieso nicht, gell? Ja. Oh, das ist aber eine wunderschöne Nase. Macht wirklich Spaß, den zu riechen. Ja, wie gesagt, also den wird es also nicht mehr geben. Da die letzten Fässer quasi 1995 befüllt worden sind, und das wäre natürlich gerade jetzt eben diese 25 Jahre. Das heißt, wenn den also nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wird er sicherlich nicht mehr neu abgefüllt. Weil wenn die Fässer dann 27, 28 Jahre sind, dann gebe ich auch als Destillerie heutzutage einen 27 oder 28-jährigen, meinetwegen Single Cask oder irgendwas raus. Kann ich ja ein bisschen mehr dafür verlangen. Ah ja, apropos verlangen. Was kostet dieser Whisky? Der Whisky kostet normalerweise um die 150 Euro. Und natürlich findet ihr sicherlich den einen oder anderen Job, wenn ihr sucht. Nicht Job, sondern Shop, wenn ihr sucht. Wo es den vielleicht für 135 gibt. Ja, aber das, ich glaube, günstiger keine Chance. Also die sind jetzt noch verfügbar, aber ich denke mal, das wird jetzt auch langsam Mangelware. Der 20-Jährige wird schon weniger. Also der Hauptimporteur hat ihn aktuell nicht mehr im Portfolio. Vielleicht kommt da noch was nach, aber der 20-Jährige ist ganz klar. Der muss ja schon vor einigen Jahren abgefüllt worden sein. Das macht ja keinen Sinn, zum Beispiel ein 25-Jähriges Fass jetzt unbedingt, damit ich einen 20-Jährigen Whisky habe, abzufüllen. Also das macht man nicht. Das ist jedenfalls nicht wirtschaftlich. Obwohl, Bel Blair hat es immer gemacht, ne? Also die haben ja immer manchmal verschiedene. Also ich habe hier einen schönen alten von 1983, der dann, weiß ich, was war der, 2000. Das steht immer nur auf der Flasche. Also der ist also 30 Jahre alt. Oder 32 Jahre. Und was wollte ich jetzt sagen? Die hatten ja den 1990er, ne, von Bel Blair. Und der war dann immer mal 25 Jahre, 27 Jahre. Und die haben, da hat immer dasselbe gekostet. Und relativ günstig sogar, ne? Also das machen die heute da auch nicht mehr. Ne? Gut, heute haben sie gleich den 25-Jährigen oder 18-Jährigen Bel Blair, die haben mir umgestellt. Hatte ich ja bei ihm hier im Video schon mal gesagt. Aber da haben sie natürlich vom Preis jetzt gleich mächtig zugeschlagen. Ne? Also so schlimm hätte es natürlich auch nicht gleich sein müssen. Aber tja, so ist es immer. Da weiß man die guten alten Sachen dann zu schätzen. Es macht wirklich Spaß, den zu verriechen, muss sagen, so ein bisschen. Ganz leichte Malznote habe ich mit drin oder auch ganz leichte Minznote. Also, ich glaube, Ronny hat ihn mal verkostet und der hat ja immer ein bisschen mehr von Minze gesprochen. Bin ich noch nicht ganz so dabei. Eher noch eine schöne süße Malznote jetzt mittlerweile. Aber von diesen gebackenen Bananen komme ich eigentlich nicht weg. Wollen wir jetzt mal trinken? Aus welchem Glas ist eigentlich egal, oder? Ja, hier komme ich jetzt auf immer noch mehr Richtung Malz, Richtung. Ja. Also. Trockenfrüchte, ja? Trockenfrüchte. Also, Slange, Freunde. Also, oh, ich muss sagen, die 43% sind wirklich ausreichend. Der ist wunderschön ölig, der kommt erst ein bisschen süß im Mund, wenn du es so lange drin hast. Dann fängt er schon an und prickelt ein bisschen, was ich jetzt aber nicht als Pfeffer assoziieren kann. Das ist eine gewisse, ein leichtes Prickeln, eine leichte.
Es kommt diese kräftige Note vom Alkohol, obwohl ich jetzt nicht sagen kann, der Alkohol brennt, aber du merkst, oh, da ist schon trotzdem was da, da ist schon ein bisschen Power da. Und dann, wenn du ihn runterschluckst und Luft holst, wie gesagt, da ist erstmal voll die Kraft im Mund und dann wird er schön ölig und hat eben diese Honigsüße. Und Honigsüße, also nicht zu süß. Also es ist jetzt nicht so wie die Fatsches, was man sonst manchmal die Fatschsüße hat oder sowas. Also das hat man in dem Bereich nicht. Also wirklich schön harmonisch, schön ausbalanciert. Ah, jetzt habe ich mich an den Alkohol gewöhnt. Komisch bei 43%, aber ich finde, der ist echt ausreichend mit den 43%. Hätte ich vorher nicht gedacht. Jetzt kommt da so ein bisschen Gewürze kommen noch dazu. Aber was für Gewürze? Sogar so ein bisschen ganz leicht weihnachtlich vielleicht. Ja, so Orangeart. Das ist so leichte Orangen. Töne auf alle Fälle, aber es bleibt immer noch wieder diese Bananen, diese Trockenbananen oder generell diese Trockenobst. Ja, diese Bananenchips, die es da gibt. Ehrlich gesagt habe ich die auch immer erstmal nur probiert wegen Whisky, weil ich das mal gehört habe vom Geschmack und dann selber festgestellt habe. Und meine Tochter, die hat immer gegessen, ich esse eigentlich so Zeug hier gar nicht. Ne? Aber die kaufen immer einen Beutel davon und dann liegt es mal rum und sage, jetzt muss ich auch mal probieren und mal dran riechen. Damit ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es jetzt nicht da, aber. Aber das ist eine richtig schöne, angenehme Geschichte. Der gefällt mir besser. Ich habe den jetzt nicht mehr da. Ich hatte den 25-jährigen Glen Scotia, von dem habe ich kein Video gemacht. Die Flasche war dann leer. Und da muss ich sagen, also wenn ich wählen muss zwischen 25 Jahre Glen Scotia und 25 Jahre Tullibardine, kann ich euch jetzt schon sagen, gefällt mir der Tullibardine viel besser. Und natürlich auch, solange es ihn eben noch gibt, vom Preis. Weil ich glaube, der Glen Scotia, der hat schon 250 Euro gekostet. Und den habe ich nicht so in Erinnerung. Also wenn, dann ähnlich. Und dann sind aber 100 Euro Differenz drin. Also das, ne? Ich glaube, der war nicht ganz so voluminös, muss ich echt sagen. Da kann ja James Dean, wenn er jetzt das Video schaut, der kann das nachvollziehen vielleicht. So er natürlich den hier hat. Ne? Da kannst du mal vergleichen. Und es ist ein ganz anderes Aroma, obwohl Sherry, also Oloroso Sherry Hogshead und unser Glengoyne 25, der hat ja auch Sherry. Und der hat, also ich weiß, soll ich den jetzt mal zum Vergleich trinken, aber der hat andere Noten. Der hat die dunklen Früchte mit drin, der ist markant. Ach doch, ich schenke den jetzt mal kurz ein. Ach, ich habe hier das andere Glas noch. Da wollte ich doch eigentlich mal den noch drin riechen. Ich bin wieder einer. Ich nehme. Aber ich schenke trotzdem mal schnell den wunderbaren Glengoyne ein. Ich meine, das ist eine ganz andere Hausnummer vom Aroma, denke ich mal. Und der Glengoyne war schon einfach top. Ja, der Glengoyne hat noch ein bisschen Marzipan, der hat auch ein paar ganz andere Fruchtnoten. Ja, da ist schon noch ein bisschen noch intensiver vom Aroma. Obwohl hat er auch Oloroso. Jetzt habe ich wieder gerade die ganzen Sachen weg. Steht da dann Oloroso, Finish, Slow. Jetzt finde ich hier die Fässer nicht. Sherry Cask. Naja, gut. Da steht nur Sherry Cask. Da können natürlich, weiß ich, was für Sherrys alles noch dabei sein. Aber wie gesagt, wir sind ja heute beim Tullibardine und Tullibardine
ist eine feine Destille, die sehr viel Wert auch auf den deutschen Markt legt. Da bin ich immer froh drüber, über solche Destillerien. Ja, das ist. Also der Preis ist gerechtfertigt, dass die Glengoyne da mehr verlangen dafür. Allein schon von der Nase, aber vom Geschmack her will ich es nicht mal. Ich will ja hier den Tullibar den vergleichen. Ich will ja nicht ein Genuss, ich sag mal, zunichte machen, sondern ich will den ja genießen und der ist an sich ein sehr gut gelungener. Neulich hat mir jemand geschrieben, dass der ziemlich polarisiert. Ich muss sagen, ich finde bei dem keine Eiche. Null. Ich habe diese Würze nicht drin. Vielleicht hängt es mit diesen unterschiedlichen Batches auch zusammen, von den Abfüllungen her, was vielleicht noch die ein oder anderen Fässer ein bisschen anders. Wie gesagt, 7.3.2019. Ich habe bei dem keine Eiche, kein Holz. Was gibt's denn? Ganz leicht jetzt Kakaoaromen oder Richtung Kaffee vielleicht sogar gehend. Nicht so stark wie beim Glenmorangie Signe. Der hatte ja dann eher Mokka, aber das habe ich hier nicht. So unterschiedlich ist die Wahrnehmung, echt, das ist der Wahnsinn. Also ich weiß ganz genau, dass Ronny gesagt hat, der hat die Eiche und der hat also ganz leichte Minze habe ich hier auch, das stimmt. Da prickelt immer noch mal kurz. Schön Volumen. Also den könnt ihr wirklich auch jemandem schenken. Also das ist ein gutes Geschenk. So er euch diese 150 Euro wert ist natürlich. Ne? Das ist ein sehr, sehr angenehm zu trinken. Ne? Ist auch easy drinking, der ist jetzt nicht so markant. Ich weiß, der Glengoyne, der war schon ein bisschen auch kräftiger, der wechselt auch vom Aroma. Der ist noch ein bisschen komplexer gewesen, der Glengoyne. Der hier ist wunderbar gefällig. Wie gesagt, mir reichen diese 43%, was mich selber ein bisschen wundert. Was mich natürlich erfreut, ganz klar. Also ich meine, das ist ja schön, wenn 43% ausreichend sind. Man muss ja nicht immer 50% haben. Weil nach so vielen Jahren, da ist natürlich klar viel Aroma aus dem Fass gesogen und da kann er hier mit spielen, da kann er glänzen mit. Da brauchst du nicht diese Alkoholstärke, um dem Ausdruck zu verleihen, sondern du hast wirklich diese Aromen, die komplett im Whisky da gelöst sind, also oder eingebunden sind. Mann, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich jetzt so lange laber wegen dem Whisky oder wegen der Destillerie, die ich schon besprochen habe oder schon viel erzählt habe. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr angenehm von dieser wunderbaren Überraschung. Also dafür nochmal kurz erwähnt, der Dank an den an Little Dram. Das ist also... Ja, ich werde den noch ein paar Mal genießen. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht schenke ich den mit meiner Frau noch ein. Ich weiß nicht, wann ich die Flasche zurückschicke. Nee, ich will es nicht so lange ausdehnen, ganz klar. Du willst den ja auch probieren. Ich weiß nicht, ob du den schon selber hast. Ich will da nicht so lange wie eine Henne drauf klucken, sondern so lange, bis wir Silberhochzeit haben, so lange muss das nicht hier warten. Aber sehr, sehr angenehm. Jetzt kommen wieder ein paar Kräuter. Ach, da macht echt Spaß. Also wunderbar und vor allen Dingen, was mich freut, ein 25-Jähriger, der vom Preis her, wie gesagt, bei den 150 Euro liegt, also wirklich 100 Euro günstiger, als man es sonst bei anderen immer erwartet. Und wenn ich jetzt mit meiner Erinnerung richtig liege, ich habe ja auch schon den 25-jährigen Glenallachie damals probiert, der ähnlich war.
Also da will ich dem jetzt zwar nicht zu nahe treten, aber ich muss sagen, wenn du da Preis-Leistung hier bei der Bewertung mit einfließen lässt, ist der gut. Ist der richtig gut. Also da überrascht er mich jetzt. Wie gesagt, Lenz Koscher kann ich vergleichen. Ähnlich, was haben wir sonst noch da? Auch Buna Häfen hätte ich mal aufmachen können. Aber klar, Buna Häfen und auch Glencoin ist noch ein bisschen anders. Ja, ansonsten ist ein anderer 25-Jähriger. Ach, da hinten habe ich noch einen Ben Riach stehen. Ja, das wäre jetzt unfair. Außerdem wird es ewig lang dauern. Das machen wir jetzt nicht. Das mache ich vielleicht mal mit einem kurzen Nachschau. Also, habe mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt und vielleicht auch die Muße hattet, mir so lange zuzuhören. Ich weiß manchmal selber nicht, was ich erzählen will in der ganzen Zeit. Bin selber überrascht, dass es doch so lang geworden ist. Ich wünsche euch jedenfalls eine gute Zeit und was natürlich ganz wichtig ist, bleibt gesund, sodass wir auch in der nächsten Woche den einen oder anderen Whisky gemeinsam vielleicht öffnen. Und ja, bis dahin. Ach, Schokolade habe ich auch noch nicht gegessen. Also ich werde die jetzt öffnen. Wie gesagt, 19.12.19 ist die eigentlich, 15.12.19 ist die eigentlich vermutlich abgelaufen, weil ich habe zu meinem Geburtstag gekriegt, das war im Oktober, also muss es schon produziert sein. Ich hoffe, dass ich nicht dran zugrunde gehe. Also in dem Sinne freue ich mich, wenn ihr natürlich eure Kommentare da lasst und einfach mal schreibt, was ihr, ob ihr vielleicht den Tullibaden selber schon hier habt und den auch so mögt wie ich. In dem Sinne, macht's gut, euer André.